13. Schon immer ein Unglückszahl. Willkommen zurück zu Let's Replay Crash of the Titans. Hey, super motiviert geht's hier weiter mit Episode 13. Beziehungsweise es geht immer noch weiter in Episode 13, denn wir dürfen sie noch einmal spielen. Ja, ich freue mich sehr darauf, muss ich sagen. Episode 13. Doombreaker. Ja, weiß ich mittlerweile. Das weiß ich wohl. Auch wenn es eine neue Aufnahme ist, den Namen... Jo, ich habe ihn vergessen. Egal. Ja, wir können auch direkt wieder das Level verlassen, weil ich mal wieder vergessen habe, dass das Spiel ja neu gestartet wurde und deswegen das Kostüm weg ist, ehrlich. Ja, wir sind sonderlich produktiv hier. So muss das sein. Ich hasse es. So, wo war jetzt dieses verfickte Kostüm? Radzapfen. Das war, waren das die Radzapfen? Ja, ne? Na, ich will nicht die Informationen, sondern das Kostüm. Nein, ich will das Spiel nicht beenden. Ich habe es gerade erst gestartet. Oh mein Gott. Ja. Sehr produktiv, aber das wird sich wahrscheinlich jetzt in dem Part auch nicht mehr ändern, weil es ist eine Kack-Episode. Andererseits hat es eigentlich immer, wenn ich jetzt eine neue Aufnahme hier in diesem Spiel gemacht habe, dann in der neuen Aufnahme auch direkt geklappt. Beziehungsweise es hat nicht so lange gedauert, wie ich befürchtet habe. Insofern habe ich jetzt tatsächlich die Hoffnung, dass das klappen könnte. So instant. Aber wie realistisch das ist, weiß ich nicht. Ja, ich finde es auf jeden Fall immer noch ziemlich kacke vom Spiel, dass es einfach mal so asozial ist und sagt, nö, also, da hast du ein paar Anlage zu wenig, das akzeptieren wir nicht. Aber gut, das ist das Spiel. Vor allem, dass die mich während der Sequenz töten oder sowas, sehr faires, muss man halt mit leben. Kann ich leider nichts gegen tun, aber toll finde ich es nicht. Ich glaube, das ist relativ auf, ja komm, leck mich doch. Leck mich, Pastewka. Echt? Fuck mich mega ab, ey. Ja, was mache ich da schon wieder? Ich versuche schon wieder vor meinem Problem wegzurennen. Es geht leider nicht. Zumindest nicht in diesem Spiel. Ah. Das ist nicht wahr. Haut doch mal ab, Mensch. Lasst mich doch wenigstens einmal in Ruhe erstmal hier gucken, was Sache ist. Und dann geht's weiter, okay? Danach breche ich euch gerne hier alle Wirbel. Was weiß ich, was ihr alle habt. Vielleicht seid ihr auch wirbellos. Ich habe keine Ahnung. Na, da kommt schon wieder so ein... Ja, komm. Ich nehme jetzt einfach direkt den Stink. Weil die Dinger mir... ein bisschen zu kacke sind. So. Ja, komm. Ich kenne die Sequenz hier. Ich habe schon tausendmal einen Radzapfen. Hallo. Wenn die währenddessen jetzt die Eisattacke gemacht hätten, ne? Das hätte ich derbst asozial gefunden. Aber das hätte zum Spiel gepasst. Inwiefern könnt ihr euch sicherlich selber denken? Ah, so, jetzt kommen wieder irgendwo irgendwelche Handlanger oder auch nicht oder keine Ahnung. Aber ich bin doch nicht taub, da spawnt doch die ganze Zeit irgendwas. Da kommen die ganzen Handlanger. Der exekutiert sich schon wieder selber, schön, soll er doch machen. Ist mir eigentlich scheißegal. So, hier war ja... Der ist immer noch da? Ja, gut, klar, ich habe den gerade nicht getötet, aber es... Ich dachte eigentlich immer, dass der relevant ist. Aber gut. Dann ist er halt irrelevant. Das ist mir eigentlich relativ latten. Soll er machen, wie er will. Ich hindere ihn nicht. Also hier mit Spyobots und so. Gott. Sollten wir eigentlich keine Probleme haben. Den Mojo-Raum sollten wir... Ich weiß nicht jetzt. Das bleibt doch auch gespeichert, wenn wir... Ja, bleibt's. Also es bleibt auch gespeichert, wenn wir das Spiel neu starten, wollte ich gerade wissen. Aber die Voodoo-Puppe, die geheime, ist ja auch gespeichert geblieben. Lief gerade übrigens schon wieder alles andere als gut hier. Ich bin jetzt gleich sowieso tot bei der ersten Berührung mit dem Heini, weil der mich wahrscheinlich sowieso wieder erst genau fisten wird. Ja, wie... Das hat sonst immer geklappt, dass ich da drüber springe und dann ausweichen kann. Wieso klappt das jetzt nicht? Das verstehe ich nicht. Darfst du mir gerne einmal erklären, Spiel? Ich will euch übernehmen, bitte. Besteht da irgendeine Möglichkeit? Irgendeine Übernahmegarantie oder so? Nein? Gut, dann leck mich doch. Ich will zu dem Typen da, bitte. Dankeschön. So. Team Radzapfen, wir sind dabei. Okay. Ja, der darf explodieren, wie er will. Ich bin jetzt gerade hier im gepatschten Modus und das ist gut so. Hau ab, geh sterben. Lass mich in Ruhe. Ich will keine Immobilien kaufen. Na, ich will auch nicht eingefroren sein. Aber es führt kein Weg dran vorbei. Vor allem nicht am Tod. Der ist leider
Obligatorisch. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt hier angehen soll. Hervorragend! Solche Morgen sind mir immer am liebsten, ja, einfach nur blöd rumstehen und die sich einfach nur patschen lassen. So welche sind immer toll, muss ich sagen. Ja, da kommen direkt die nächsten. Ich muss erstmal hier das Ding töten. Denn sonst wird das nichts mehr. So. Ja. Das war natürlich super. Der vordere macht mich im Nahkampf platt und der andere Affenarsch, der macht hier seinen. Ja, wie fair ist das denn wieder bitte? Also gut, also ich sollte mich eigentlich nicht mehr über die Fairness des Spiels aufregen, aber. Ich wollte es trotzdem nur nochmal erwähnt haben, ja. Komm her, ich will. Dankeschön. Ich sag mal so, von der Übernahme her geht das momentan. Ist immer noch nicht so perfekt. Ich verliere immer noch Energie, was eigentlich in meinen Augen nicht Sinn der Sache sein sollte, aber. Ganz ehrlich, mir ist das relativ latten. Der andere, du Fisch. Was passiert, wenn ich die jetzt töte? Kommen da weitere Handlanger, will ich wissen. Ich hoffe, es kommen jetzt keine fetten Typen, aber ich könnte es mir vorstellen. Weil wenn nochmal kleine Typen kommen würden, dann lasse ich es natürlich erstmal mit dem Tor aufmachen. Weil ich dann natürlich ein paar Handlanger hier farmen könnte, die ich später nicht mehr farmen muss. Aber so wie es aussieht, gibt es eine Limitation. Gut, dann kommt halt keiner mehr. Will keiner mehr zu mir. Da war jetzt ein Vetter, ne? Ja, das war ein Vetter. Das habe ich gehört. Das lassen wir lieber mal. So, okay. Dann geht's wieder links rein und dann werden wir hier jetzt wahrscheinlich wieder tausendmal abgezogen. Wir haben aber immer noch zwei Leben, ne? Also ich habe jetzt nur am Anfang das eine Leben verloren. Ich würde gerne da runter crash. Eieiei. Nur weil ich da unbedingt surfen wollte. Das war dumm. Das war so dumm. Na, ich trete mir schon wieder selber in den Arsch, weil ich wieder ungeduldig bin und einfach nur durch will. Ich meine, das mit dem Surfboard oder mit dem Driften, das klappt ja auch eigentlich in der Regel. Aber wenn ich natürlich richtig blöd ansetze oder so, dann halt nicht. Und das ist gerade das Problem. Ja, wie kann mich das Ding denn treffen? Oder war das jetzt das Rotorblatt? Oh, ist doch egal. Gleich nulltes Leben und so. Es wird witzig. Also es wäre schon schön, wenn ich jetzt noch zumindest diese Stage hier schaffe, ohne zu verrecken. Sprich, wenn ich wirklich mit einem Leben dann noch zu Engine käme. Wie realistisch das ist, müssen wir sehen. Ich glaube, es ist nicht sehr realistisch. Ja, hervorragend. Super. Hoffnung widerlegt. Sie haben keinen Bock auf mich. Ja, gut, der hat auch keinen Bock auf mich. Der hier steht so abseits. Komm, du willst mich doch bestimmt hier kommen. Egal, irgendwer will mich, das ist gut. Und ich glaube, ich verpiss mich erstmal und mach meine Attacke, wenn ich denn dürfte. Ich liebe euch, ihr Wichser, ne? Das ist unglaublich. Man kann ja nicht mal irgendwie abhauen oder so. Lass mich raus. Lass mich zu dem Typen vor allem. Nicht, dass er gleich wieder weg ist. Oh mein Gott, das war knapp. Der wäre fast weg gewesen. Und jetzt könnt ihr mich erstmal alle mal, ne? Ihr macht eure Eisattacke, ist mir scheißegal. Ist mir eigentlich nicht scheißegal. Aber ich will jetzt erstmal mein Ding machen. Aber ich wurde irgendwie jetzt nicht so verletzt durch dieses Einfrieren. Was ich sehr mysteriös finde. Ihr Bastarde kommt her. Könnt mich mal. So. Du kommst her, bitte. Da kommt direkt ein neuer Schwanz. Was soll das denn? Ja, und der macht schon wieder seine Scheiße da. Und ich bin schon wieder im Arsch. Ich hatte zwar nur die Hälfte der Energie weg. Das ist ganz gut. Vielleicht, weil er auf dem Weg einen anderen eingefroren hat. Ich weiß es ja nicht. Ja, lass mich doch wenigstens noch kurz. Mein Gott. So. Pimmel, ey. Das ist ja nicht wahr. Hallo. Mein Gott. Ihr Fairness-Biester, echt. Mein Gott. Wir haben echt noch nie was von Fairplay gehört. Leon Andreasen. Erst FC Köln Hannover. Handtor. Egal. Beschissen werden ist ja beim DFB jetzt nichts Neues. Also von Schiedsrichtern beschissen werden. Also. Ne, das ist nur mal so. Als Einwurf so zwischendurch. Als kleinen Aufhänger. Wir haben wieder ein Leben. Das ist toll. Dabei habe ich eigentlich nie Leben. So. Komm. Greif mich an. Fick mich. Mach was weiß ich.
So, jetzt kommen die kleinen Handlanger-Pisse. Und jetzt kommen hoffentlich auch gleich mal Matsche. Matsche? Matsches? Keine Ahnung. Matschacke, von Matscha gibt es den schönen Plural Matscha, klar, aber leider nicht in diesem Spiel. So, komm mal her. Ihr wollt doch bestimmt mal eingefroren werden, oder? Ja, klar. Wusste ich's doch. Wer die ganze Zeit so rumschlabbert, schlibbert, glibbert, der will auch irgendwann mal im festen Zustand sein. Das kann ich verstehen. Sag mal, du Pisser, lässt mich erstmal in Ruhe. Ich habe keinen Bock auf Konkurrenzkampf hier, ja? Gut? Okay, gut. Jetzt kotze ich dir die ganze Bude noch voll und dann reicht das auch für heute, ja? Perfekt. Gib mir dein Mojo. Dann bringe ich noch die kleinen Handlanger hier um und dann war es das auch hier. So, wir haben die üblichen 8. Sind es die üblichen? Keine Ahnung, also sind es sonst auch 8 gewesen? Ich weiß es nicht. Ich will aber gerade noch ein bisschen hier matschen. Ich glaube, das doch, das Matcha-Kostüm habe ich auch, ne? Ja, doch. Ich war doch sogar schon mal Shrek. Naja. Ich glaube, wir verziehen uns gerade in den Untergrund und entpatchen uns dann hier. Ah, herrlich. Die Abenteuer in der Untergrund-City. Also, da gibt's Abenteuer. Da ist ein Untergrund. Und die City. Nee. Ist das eine City? Da gibt's Abenteuer? Nee. Ich habe keine Ahnung mehr, wie der Patrick das erzählt hat. Also, das ist die City. Die City. Der Untergrund. Der Untergrund. Da gibt's Abenteuer. Abenteuer. Ende. Hm, bisschen kurz. Mir fällt was ein. Wir machen es einfach länger. So, und bevor ich jetzt irgend... Okay, den kann ich natürlich patschen, das ist klar. Aber bevor ich jetzt irgendwas zerstöre, ne? Da könnt ihr mal glauben. Werde ich... warten, bis ich die Handlanger fertig habe. Das sind erstmal natürlich noch fertig bringen. Ist die andere... Oh, wow, wow, der wollte gerade kotzen. Das lässt er mal schön sein. Ne, ich bin tot. Ah, hervorragend. Null Leben. So muss das sein. Leben am Limit. Da, 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 da. Leben wie Larry. Nein! Ey, zwei Dinger und ich bin schon wieder tot. Das gibt's... Soll ich mir vielleicht eher das Matcha-Kostüm ansehen? Ich weiß es ja nicht. Ich hab den auch sonst so fertig gemacht, ne? Fällt mir jetzt gerade mal ein. Ich hab halt nicht mehr viel Energie. Ich muss das mal weg, bitte. Fick dich in dein verficktes Arschloch, ey. Das gibt's doch nicht. Ah. Jetzt lauf da nicht so lange über meinen hässlichen Bildschirm, sondern gib Gas, echt. Ah. Ich hasse dieses Spiel, es ist zum Kotzen. Dennoch habe ich mir auch da ein paar Gedanken gemacht, bezüglich dieses Spiels und anderem auch. Was ich dann genauer am 24. erklären werde. Also zum 3-Jahres-Special. Ich habe mir da ein paar Gedanken gemacht, ich habe auch schon... ein paar Videos gebastelt. Was genau, werdet ihr dann, wie gesagt, später sehen. Möchte ich jetzt noch nicht zu groß spoilern und, ja. Deswegen tue ich das auch nicht. Aber ich sag mal so, ich habe doch noch ein bisschen mehr vor, als ursprünglich geplant, was Crash angeht. Was ein... Ich hasse diese Wichser, ne? Das ist wirklich so, wie so Pedos, die wirklich an der Ecke stehen. Und nur darauf wartet, das im Gebüsch zu springen und dich in die Fresse zu schlagen, zu paralysieren und ja, dich vergewaltigen wollen. Deswegen sind sie auch Pedos. Das ist aber nicht euer Ernst, ne? Ich bin jetzt nicht da. Ich bin jetzt aber nicht da von der Klippe runtergefallen, oder? Das ist jetzt bitte nicht euer fucking Ernst. Ne? Ich meine, ich habe ja kein Leben verloren, ja? Ich verliere hier nur Energie. Aber trotzdem. Es ist schon ein bisschen lächerlich, finde ich. Jetzt kriegst du erstmal hier meine Eiskacke in die Fresse. Ja wirklich, die warten auf... Die warten hinterm Busch hier da drauf, dass ich antanze, dass die in meinem Screen sind und dann machen die ihre schwule Eisattacke. Da kriege ich so das Kotzen, ne? Bah! Ekelhaft sind die Dinge. Wie gesagt, passt ja zu Pedos. So, und jetzt komm mal her, weil ich brauche Special Attacke. Nur für den Fall, dass noch irgendwelche schwulen Ratzapfen hier kommen. Nein, der Name, Ratzapfen. Was soll das sein? Ekelhaft. So, komm. Ja, hier, muck nicht rum, geh sterben. Sind die Grünen eigentlich irgendwas Besonderes? Sind die, die sie in ihren Köpfen explodieren oder können das alle oder ich weiß es gar nicht. Nicht, dass es mich interessieren würde, aber es... Keine Ahnung. Nee, es interessiert mich auch nicht, nee. So, jetzt kommt bestimmt wieder einer mit der Spezialattacke. Es macht keiner die Spezialattacke, sag mal, ihr seid ja hier.
Ihr seid echt ein bisschen retarded, oder? Also, habe ich ja noch nie erlebt, dass hier drei Leute kommen, ohne dass einer mal die Spezialattacke macht, bevor ich eine Chance habe zu reagieren. Also, das ist, ja, das ist Premiere. Ja, Sky ist jetzt wieder Premiere. So. Was für ein toller Witz. Reicht. Rein da. Hatte ich nicht gerade weniger als 16? Kann es sein, dass ich jetzt wegen dem Runterfallen irgendwie jetzt, keine Ahnung, mehr Handlanger habe, dass da welche gespawnt sind, die normalerweise gar nicht da spawnen sollten. Das kann natürlich sein. Was mir im Endeffekt nur helfen würde, ne? Aber ernsthaft, wäre ich da vorhin nicht in diesem Kack-Rohrsystem links abgekackt hier an dieser Stelle? Auf der linken Seite, ne? Dann hätte ich das ganze Problem gar nicht gehabt. Und wieso trifft mich das Feuer denn da? Ich bin ganz links, ich gehe extra ganz links und es trifft mich trotzdem. Das ist doch witzlos. In meinen Augen geht das nämlich auch gar nicht so weit. Aber gut, in meinen Augen sieht das ganze Spiel sowieso ein bisschen anders aus. Und vor allem sieht die Fairness in diesem Spiel anders aus. Aber gut. Wie gesagt, Fairness gibt es in diesem Spiel nicht, deswegen. Wieso? Ach, der andere Typ. Das ist ja ein Pisser. Ja, damit! Ich brauche den Typen. Jetzt werde ich zuerst mal den Typen einfrieren, wollte ich sagen. Dann halt nicht. Dann halt doch. Genau. Währenddessen habe ich noch gleich den Apparat getötet, weil man muss halt als erstes die Apparaten töten. Das ist wichtig, so. Damit nicht 1000 Ratzapfen respawnen. So. Gleichzeitig muss man mal aufpassen, dass die Ratzapfen einen währenddessen eben nicht einfrieren. Und das ist der Trick. Was ich jetzt nicht so tricky finde, sondern einfach nur nervig. Und da kommt schon wieder der nächste Ratzapfen mit seiner Eisattacke. Ich liebe euch. Seid die Besten, wo gibt's, echt. Meine Grammatik ist auch Beste, wo gibt's. So, abhauen und erstmal Eis. So! Ah, der Rechte, der wollte schon machen, der Hintere, der. Der Dödel. So. Erstmal in die Richtung direkt. Ja, das war leicht verfehlt. Würde ich mal behaupten. Dankeschön. Ich hätte mit meinem Alten das auch noch machen können da, aber... Ja, man weiß ja nie, man weiß ja nie. Und da ist auch schon der Mr. Stink. Aber erstmal kommt hier wieder ein Mr. Ratzapfen, den wir paralysieren müssen. Ach scheiße, da ist noch ein Ratzapfen, kacke. Hau ab, bitte. Hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Ich hab den Stink nicht so einfach loswerden, weißt du? Aber eigentlich geht es ganz gut mit den Stinks. Die Ratzapfen betäuben. Muss ich sagen, überraschend gut. Jetzt muss ich aber erstmal hier ein bisschen klar Schiff machen. Hier kommen eh keine Handlanger mehr, richtig. Das heißt, ich kann jetzt hier auch direkt durchziehen. Hier kommen nur noch Ratzapfen. Keine Ahnung, wie viele Handlanger ich jetzt habe. Ist mir aber auch wurscht. Auf der rechten Seite sind wir fertig. Mal wieder. Also ich denke, ich werde den Part jetzt irgendwann so lange machen, bis ich entweder ja, hier wieder Game Over bin. Oder bis ich es tatsächlich mal geschafft habe. Was ich natürlich deutlich mehr begrüßen würde. Auch wenn die nächste Episode Episode 14 ist und damit... Doch, das ist doch dann schon Uka Uka, ne? Ja, doch. Also ich war mir ja nicht sicher, ob es Episode 14 war, aber nach der letzten Sequenz mit Engine hat sich das ja, glaube ich, aufgeklärt, dass jetzt in der nächsten Episode der Uka Uka kommen müsste, ne? Andererseits, das kann gar nicht sein. In der nächsten Episode kann doch noch gar nicht Uka Uka kommen, oder? Also wenn ich das jetzt mal so... Wir müssen ja noch die Kämpfler kennenlernen und die Electrikis. Der Uka Uka kann doch gar nicht kommen. Das ist Blödsinn. Also dieses Calamity Will kommt auf jeden Fall noch und ich... Ich sag schon eigentlich seit Episode 6, dass das nächste ist. Deswegen lasse ich mich damit jetzt mal... Ich sag dazu nichts, aber... Das müsste auf jeden Fall bald dann kommen. Denn da lernen wir, glaube ich, die Kämpfler kennen, wenn ich mich da recht erinnere. Aber... vage. So, wie viel Leben haben wir? 1, 2, 2. Sehr gut. Das ist schon mal eigentlich ein ganz guter Puffer. Eigentlich. Ich muss jetzt einfach erstmal weg. So, sehr gut. Ich bin weg. De. Einer, jawohl, jawohl, jawohl. Sehr schön. Und dass das einfach mal gut klappt, weißt, das ist gar nicht so selbstverständlich. So, erstmal hier Attacke. So, der ist frozen. Das Ding ist tot. Das ist schon mal wichtig, so. Jetzt kommt hoffentlich keiner mehr nach, weil die alle noch betäubt sind. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Letzten zwei Bot hier vorne nicht vergessen. Und dann sollte auch gleich schon das Matcha-Geschehen losgehen. War klar, dass noch mindestens eine Welle kommt. Du darfst mich auch gerne in Ruhe lassen. Na, machst du natürlich nicht. Wow, 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 wow. Ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch. Haut ab. Wir müssen einfach mal anhalten. Ne? Ich will einfach meine Attacke machen. Dankeschön. Weil sonst hätte ich das nicht überlebt. Ihr seht halt, wie wenig Energie ich nur noch habe.
So, ich will einfach nur einen Typen übernehmen. Und weiter geht's, okay? Wieso kommt denn noch eine Welle? Drei Leben, super. Aber wieso kommt noch eine Welle? Das muss nicht sein. Es wäre echt knorke, wenn ich mit diesen drei Leben zu Engine gehen könnte. Das Problem ist, selbst dann wird's schwierig. Habt ihr gerade gesehen. Wieso kommen denn noch mehr? Es reicht doch langsam. Die beiden Generatoren sind tot. So, und da wird jetzt mindestens einer die Eisattacke machen. Links oder rechts? Na, erstmal werden sie auf mich einprügeln, dass ich so oder so schon tot bin, ohne Eisattacke. So, da kam die Eisattacke, aber ich habe glücklicherweise auch schnell reagiert. Beziehungsweise ich habe sogar, glaube ich, schon früher reagiert. Ist auch vollkommen wurscht, wann ich reagiert habe. Hauptsache, ich habe die Eisattacke gemacht. Darauf kommt es an. So, der eine ist ja nicht paralysiert. Das ist mir aber im, das ist mir aber im Arsch vorbei. Genau, das geht mir am Arsch vorbei. So. Die schönen kleinen Handlangerlein da, die werden auch getötet. Eingefroren. Hervorragend für die Ewigkeit. So, ja, gut. Board Slam haben wir jetzt. Gut. Alive Abroad, ja. So, wieder die sieben Handlanger. Gerade waren es, glaube ich, acht. Was ein bisschen komisch ist, aber gut. Das ist nicht mein Problem. Hauptsache, wir haben genug fürs Erste. Also wir haben jetzt bisher alle, die wir kriegen können, meine ich damit. Und dann kriegen wir gleich hoffentlich noch eine Portion mehr. Kotzen. Dankeschön. So, Doors open. Es kommen noch Handlanger. Gut, darauf habe ich nämlich schon fast spekuliert. So, vier Handlanger brauchen wir jetzt noch und dann, wer ist das? Tauch mal gerade unter, damit ich auch wirklich kein Risiko eingehe, noch irgendwie getroffen zu werden. Und jetzt machen wir Cliffhanger. Nee, ich mache keinen Cliffhanger. Ich will jetzt definitiv diese Episode beenden. Und das geht nur, indem ich jetzt hier rocke. Vier Handlanger. Und dafür muss ich jetzt zuerst mal ein Matcha patchen. Machu Picchu. Und wenn ich das geschafft habe, dann, wie gesagt, Ruhe bewahren. Und einfach so lange warten, bis tatsächlich Handlanger kommen. Und dann auch so lange, bis ich einen Handlanger-König habe. Und das war jetzt kacke. Das sehe ich selber ein. Habe ich aber nicht gedacht, dass ich mich so lang drehe. Also ich habe eigentlich keine Ahnung, was ich gemacht habe. War ein bisschen doof, klar. Läuft gerade nicht so gut. Es lief schon mal besser gegen die. Lief schon mal deutlich besser gegen die, muss ich sagen. Wie gesagt, ich kann jetzt auch kein Matcha-Kostüm anziehen, weil ich das Radzapfen-Kostüm einfach brauche. Ich brauche das. Wirklich. Der macht aber auch ultra oft gerade diese Attacke. Der will mich einfach wegficken gerade. So, jetzt komm, jetzt habe ich noch zwei Leben, ja? Gut, jetzt machen wir ein bisschen netter bitte, ja? So ein bisschen, dass ich auch eine Chance habe, wirklich. Weil der macht mir gerade viel zu viel Remi-Demi. Der schlägt gerade einfach nur wild drauf los. Das finde ich nicht gut. Weil ich muss ja wenigstens eine Chance haben, ihn anzugreifen. Und das kann ich leider nicht, wenn der die ganze Zeit aus dem Boden kommt oder mich hier mit seinen Glibber-Händen da voll süß, ne? So, komm. Ja, dankeschön, dankeschön. So, wir haben einen Typen. Brauchen wir nicht nur drei? Brauchen wir drei? Wie viel waren das? Scheiße, scheiße, scheiße. Ich brauche erstmal einen weiteren Typen. Super. So. Jetzt Handlanger. Einer fehlt noch, einer fehlt noch. Komm. Ich darf auch nicht endlos unter Wasser, weil ich hier bleiben, ne? So, komm. Sehr gut. Der Handlanger ist tot. Ihr habt ihr gesehen, da. 35 von 35. Ich hätte jetzt gerne bitte sofort den König. Bitte. Dankeschön. So, wir haben alles. Wir haben den Kombo-König, wir haben den Handlanger-König und wir haben alles Biobots. So, gut. Merken wir uns. So. Und jetzt geht's weiter. Jetzt geht's hier weiter. So. Zweites Ding tot und drittes Ding gleich tot. Es geht jetzt nur noch ums Überleben. So, hier. Zack. Boom. Fertig. Alle Tore verschlossen. Und das ist auch gut so. Ja, mach doch hier deine Scheiße. Ist mir kackegal. Ja, das ist mir jetzt nicht so kackegal. Kack. Aber komm, ich muss nur noch überleben. Komm. Ich habe noch zwei Leben. Zwei fucking. Ja, ja, komm, 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 komm. Dankeschön. Ja, ja, wunderbar. Komm. Also wenn wir das jetzt nicht packen, ne? Ich wollte jetzt schon unter Wasser gehen. Wie sag ich denn unter Wasser? Unter die Erde. So. Nur noch überleben und uns dann nochmal die Sequenz angucken, die ich aber auch eigentlich rausschneiden kann. Ja. Das ist nicht so wichtig. Hauptsache, wir haben jetzt gleich Gold. Aber ich glaube, ich lasse sie einfach nochmal drin, damit wir mal in der Thematik drin sind und dann weitermachen können, ja? Ich glaube, das ist in Ordnung. Ich laber jetzt auch nicht dazwischen. Ja, was haben wir denn hier? Du sagst uns sicher, wo Coco ist, richtig? Natürlich nicht, abstoßende, dreckige Bandicoots. Ich hasse sie mit Käse.
Sie sind hergekommen. Jetzt helfen Sie uns, Dr. Cortex zu retten. Sei nicht albern, du stupider Hominid. Wir gehören dir zu Nina. Sie ist ein Siegertyp. Aber Dr. Cortex ist unser Freund. Du hast keine Freunde. Er hat dich immer in den Allerwertesten und sonst wohin getreten. Aber es hat mir immer gut gefallen. Es war irgendwie lustig. Hör zu, wir machen einen Deal mit diesem Nager und dem Holzkopf, damit sie den Meister retten. Und dann regnet es Unheil. Ja, wir lassen es richtig regnen. Genau in die Augen. Hör zu, Flohsack. Du hilfst uns, sonst lässt Crash mal die Fäuste spielen. Ich bin lieb, versprochen, ich bin lieb. Und sobald mein geliebter Meister frei ist, werde ich euch mit Vergnügen verraten. Du siehst nicht mal wie ein Bandicoot aus! Was? Psst, ist schon gut. Und jetzt verschwinde. Genau, ihr Dummköpfe. Ihr müsst in Uka Ukas Labor gehen, ihn aufhalten. Dort machen sie nämlich all die hübschen Mutanten. Vielleicht ist deine widerliche Schwester auch dort. Ach, Mädchen. Zeit zu gehen, Crash. Das gestohlene Mojo funktioniert perfekt. Wir fabrizieren mehr loyale Mutantensoldaten, als wir brauchen. Ja, endlich scheint einmal alles nach Plan zu verlaufen. Hey, Uka, was ist los mit dir? Ich spüre was. Eine Präsenz nicht mehr gespürt seit... Was? Spuck's aus, Hasengesicht! Eine Erschütterung des Mojo. Letztes Mal war es die Präsenz meines älteren Bruders Aku Aku. Oh, yeses. Crash und Aku Aku sind hier? Oh, ich nehme Blondie hier mit und lasse sie am Roboter arbeiten. Du bleibst hier und erledigst Crash. Oh ja, ich lege Crash Bandicoot um. Und zwar endgültig. Oh, ich liebe diesen Teil. Okay, erledigt. Genauso erledigt ist jetzt hoffentlich diese Episode. Zeig es mir. So, Gold! So muss das sein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So. Absolute Überlänge mit 28 Minuten Zeit. Ich schreib's mir kurz auf. So. Und jetzt war es das. Jetzt war es das mit Episode 13. Und im nächsten Part gibt's Episode 14 und dann schauen wir, wo wir hingehen. Und was in der Episode vorkommt. Ich glaube, es wird nicht so schlimm wie Episode 13. Bis dahin. Tschüss.